Hi, heute will ich euch zeigen, wie die Cutlass Red in-game gekauft werden kann. Die Red wird auf Lawville in Hurston am Raumhafen bei New Deal verkauft und da gehen wir jetzt hin. Also, wir sind jetzt an der Raumstation über Lawville. Das heißt, der Weg runter nach Hurston und nach Lawville ist ziemlich schnell. Wir sollten gleich an der Stadt sein. Ich finde, manchmal ist es nicht einfach, immer einfach zu erkennen, wo sich tatsächlich der Raumhafen befindet, aber im Dunkeln ist es ziemlich gut, jetzt zu erkennen, an diesem leuchtenden, fliegenden Schrift da, diesem Viereck, genau vor uns. Hier ist der Raumhafen, da müssen wir jetzt hinfliegen. Und mit F11 machen wir gleich die Kommunikation an und werden um Landeerlaubnis bitten. Genau, jetzt steht Please Contact to Land und wir kontaktieren Landing Service und kriegen gleich die Landing Bay zugewiesen. Genau. So, dieses Spaceport in dem hochindustrialisierten Hurston. Mein Lieblingsplanet im System. Jetzt ganz sachte, nicht dass wir rammen. Hey. Sieht wie ein Grafikbug aus, genau. So. Vorsichtig antatschen. Und Touchdown. Okay, so, wo müssen wir denn hin? Und da ist der Ausgang. Ah, das Schöne ist, dass der Hafen, also dass der Händler direkt im Spaceport ist. Also müssen wir jetzt gar nicht weit laufen. So, nach rechts und dann gleich nochmal wieder nach rechts. Sollen wir noch die Arrow abgeben? Nee, nee, nee. Gehen wir gleich wieder zum Händler. Hier ist das Office. Da links steht noch eine Hammerhead, die kann man noch besichtigen, sogar einsteigen. Noch eine Constellation. Hier stehen auch ein paar Schiffe. Hi. Ja, leider interagieren die noch nicht. Das heißt, bei dem können wir nichts kaufen. Also das Thema ist tatsächlich, dass hier viel weniger Schiffe ausgestellt sind, wie wir brauchen. Also wir bauen ja die Cutlass Red. Aber es gibt hier keine. Ja, das ist hier eine Origin 85X, was auch immer. Eine Aurora. Aber da draußen eine Hammerhead und keine Ahnung, noch andere kleine Jäger. Und tatsächlich müssten wir aber zu diesem Monitor. Hier können wir uns verschiedene Schiffe, die sie im Angebot haben, aussuchen. So, was gibt es hier? Die Buccaneer, naja. Die Black, ein bisschen günstiger. Die Blue, können wir auch kaufen. Die Red, ja genau, die brauchen wir, aber es gibt doch bestimmt noch viel mehrere. 700.000 würden übrig bleiben. Ach, das ist echt ein hässliches Ding, ich weiß gar nicht, was das sein soll. Ich würde
sagen, wir kaufen das. So, und Confirm Purchase. Und das Ding müsste jetzt schon unser sein. Gucken wir uns das mal an. An der Konsole. Und da ist die Red. Wunderbar. So geht Schiffe in-game kaufen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. See you on the verse.